Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, und wir gucken jetzt mal, erstmal fangen wir an mit dem ersten Kommentar. So. Von Master Mick. Der Picaro, andere Skin, ist ein bisschen gruselig, aber nur ein bisschen. Meinst du meinst wahrscheinlich dann diesen zweiten, der da drin gewesen ist, ne? Also sprich die Erweiterung davon. Naja, gut. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich gruselig, aber mir gefällt er einfach nicht. Ich fand den potthässlich. Also, wenn da was gruselig von für mich dran war, dann waren es diese vielen, vielen knallig bunten Farben und oh, ihr wisst, das ist nicht so meine Welt. So, jetzt geht's mal los schauen wir mal in den alten Shop rein. Und ah, da ist er, dieser Pikachu. Okay, den hast du gemeint. Ja. Gut. Also ihr kennt ja meine Meinung dazu schon. Herr Sofort hat ja auch schon seine Meinung dazu abgegeben. Das Ding Night Night Skin ist schlimm. Wirklich schlimm. Und dieser Pikachu, oh, also ich kann mit den beiden Dingern überhaupt nichts anfangen. Es tut mir echt leid, aber ich kann damit nichts anfangen. Und jetzt sieht man sie nicht einmal von vor jetzt. Also die Dinger, die haben, ich kann den nicht mehr. Also sorry, es tut mir leid, aber ich kann keine Punkte für geben. So, jetzt haben wir hier einen neuen Skin. Der sieht von jetzt schon deutlich viel cooler aus in der Preview. Und dann gucken wir uns den mal an. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Marvel-Charakter. Der Cloaked Star, Cloaked in Mystery. Schau mal, er hat da hinten noch eine kleine Tasche. Bisschen schmal ist er. Aber gut, hat er diese Stacheln an der rechten Seite. Ist schon ziemlich, ziemlich nice. Also dem Ding gebe ich auf jeden Fall 7 von 10. Der Cloaked Star. So, jetzt kommen wir wieder zu einem, den ich. Ach Mann, ich will den endlich haben. Ja, ich muss mir das noch überlegen, ob ich ihn hole. Also, der Intensity. Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. So, also, jetzt gucken wir mal da rein. Der Techno-Wikinger. Inzwischen Kult. Absoluter Oberhammer. 10 von 10. Wir nochmal gerade. Sorry. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Den einfachen Dab finde ich eigentlich schon fast besser als diesen Infinite Dab. Er kriegt von mir 6 von 10. So, dann haben wir die Toothpick hier. Don't forget to floss. Ja, ist eine Steinzeit-Axt. Das ist dann hier, sieht aus wie ein Zahn. Ein Reißzahn eines Dinosauriers an eine Keule, an eine Holzkeule herumgewickelt mit einer Liane. Mega geile Idee, finde ich. Also sieht echt cool aus. Und dem Ding gebe ich
7 von 10. Dann haben wir noch den Lightshow. Der hat's auch. Also der ist auch schon ziemlich nice. Ziemlich cool. Dem gebe ich auch 7 von 10. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mal ein Like da. Schreibt mal was in die Kommentare. Freue mich über jeden Kommentar von euch. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glock! Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fortnite Daily Shop News.